Hallo Leute, ich bin der Wuppi mit der Dschungelmaske und wir fahren gerade Blätter vom Kopf. Leute, hier ist GugujP. Moin erstmal. Ich zeige euch heute, wie ihr diese schöne Maske bekommt. Und zwar, die hat auch einen coolen Effekt. Ja, da fliegen so die Blätter links und rechts einmal runter. Es sieht total witzig. Die Brille, so ungefähr, wo die Dollarzeichen oder die Dollarscheine mal rausfahren. So ähnlich sieht sie mit den Blättern aus. Und ja, ich zeige euch heute, wie die coole Maske einmal findet und wo ihr vor allem die ganzen Gegenstände findet. Und ich würde sagen, wir legen sofort einmal los und... So Leute, wir haben schon gesagt, wir holen uns heute jetzt die Maske und zeigen ganz genau, wo ihr wieder suchen müsst, bis ihr alles einmal findet. Wir sagen, nicht lange schnacken, let's go hier und wir suchen jetzt mal die Maske. So, gehen wir einmal hier rechts lang. Ich habe extra einen neuen Account erstellt, wie letztes Mal auch, dass ich euch alles einmal zeigen darf und kann. Also, das ist hier erstmal, ja, das Secret für die tolle Maske. Und wir gucken uns jetzt mal gemeinsam an, wo ihr alles ganz genau findet. Also, das erste ist die Bombe. Das heißt, ihr müsst eine Bombe aus dem Tempel holen. Und zwar dort, wo die Pyramide ist. Dann müsst ihr leider euch komplett bis zur letzten Station einmal durchkämpfen. Videoclip kommt dazu euch eingeblendet. Habe ich für euch alles vorbereitet. So, next. Ja, das ist die Maske. Das heißt, ihr müsst die Maske im Dschungel finden. Ja, bin ich ganz ehrlich zu euch, Leute. Ich zeige heute, wie ihr die Bombe findet. Und die anderen zwei müsst ihr durch den Job annehmen. Aber ich zeige euch gleich genau, wo ihr die auch mal findet. Kriegen wir zusammen gleich nochmal hin. Das ist auf jeden Fall die Maske für den Wobbly hier. Next wäre dann die Pflanze. Ja, das heißt, da müsst ihr irgendwo eine Pflanze finden. Ich zeige euch heute auch da, wo ihr die findet. Also super simpel. Ist alles auf der Insel so ein bisschen. Ist super, super simpel. Zeige ich euch sofort. Und zuletzt braucht ihr nochmal die Wobbly-Statue und das ist im Norden. Das heißt, die müsst ihr im Norden finden. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wo ihr alles einmal findet. Let's go. Ja, suchen jetzt gemeinsam die ganzen Gegenstände, wie vorhin schon gezeigt in meinem neuen Account. Ihr braucht vier Sachen dafür. Nicht vergessen, ihr braucht die Maske an sich, ihr braucht die Bombe, ihr braucht die Wobbly-Statue und eine fleischfressende Pflanze. Und ich würde sagen, wir starten mit der fleischfressenden Pflanze. Eigentlich mit das Simpelste könnt ihr euch ganz, ganz schnell holen. Passt mal auf. Und zwar, die fleischfressende Pflanze gibt es nämlich hier in der Nähe. Das heißt, ihr müsst euch irgendwo ein Fluggerät nehmen oder ein Boot nehmen und müsst hier in dem Bereich so ein bisschen suchen, so hier ungefähr. Hier ist diese Pflanze. Und ich zeige euch jetzt genau, wo ihr die findet. Lasst mir gemeinsam hinfliegen, Leute. Super, super simpel. So, Leute, bevor wir weitermachen, vergesst natürlich nicht, hier ein Abo und ein Like da zu lassen für weitere coole Videos von uns oder von mir. Und dann können wir euch weiter supporten, Wobbly Life. Hoffe, dass bald neue Updates kommen und wir euch noch mehr zeigen können. Aber aktuell ist leider ein Stillstand mit dabei. Die Server lecken aktuell auch ein bisschen stark, finde ich ein bisschen schade an sich. Aber trotz all dem, cooles Spiel, ich mag das sehr. Und genau, suchen jetzt mal gemeinsam die fleischfressende Pflanze. Das heißt, schnappt euch einfach hier ein Flugzeug. Einmal hier rüber, versucht mal zu landen, ohne in die Luft zu fliegen. Das ist wirklich immer das Schwierigste. So, zapterab. Yeah, ihr müsst immer vorne, ist ein Trick, ihr müsst vorne mit dem Vorderrad landen. Und dann explodiert es meistens das Ganze nicht. Das ist wie gesagt, ihr fahrt hier einfach hin im Dschungel und müsst jetzt an mir ein bisschen langlaufen. Und irgendwo in diesem Dschungel war ja diese fleischfressende Pflanze. Letztes Mal die schön geleuchtet, hat man easy gefunden. Aber die war so hinter der Rakete, so in der Nähe. Hier war die so, passt mal auf. Also hier bei der Brücke, lauft ihr einmal so hoch, dumm die dumm die dumm. Und irgendwo da muss die auch sein. Das heißt, einmal ein bisschen rumlaufen und da findet ihr die gleich. Ich soll selber gucken, wo die genau nochmal war. Hier ist sie schon. Ah, das heißt, weggeschoben. Habt ihr gesehen? Also hier war sie ungefähr. Mal hier ist die schöne Pflanze. Das heißt, hier ist schon, also hier auf der kleinen Ecke findet die Pflanze. Das heißt, so sieht die aus. Kann die kurz ein bisschen rausholen. Ein Sonnenlicht hier, warte mal. So sieht die fleischfressende Pflanze aus. Genau, der ist sie. Und die müsst ihr abgeben, ja, bei den, zu dem Museum, damit ihr auch die fleischfressende Pflanze habt. Super wichtig. Und ja, das wäre das erste Stück, das ist ziemlich simpel. Wie gesagt, nochmal für alle, egal wo ihr startet, fliegt einfach hier hin. Dann einfach hier, ungefähr hier findet die fleischfressende Pflanze, das erste von vier sozusagen. Und dann habt ihr das. Nicht vergessen, wir haben euch ein Jetpack mit unten und oder Propellerhut am besten, weil sonst könnt ihr es nicht gut transportieren. Ihr müsst es halt mit ein bisschen Glück auf dem Boot transportieren, aber gar nicht schlimm.
Und wenn ihr schon mal hier seid und die Fleischpflanze abgegeben habt, kommen wir gleich zum nächsten Secret. Wir müssen jetzt nämlich zur Pyramide. Und da habe ich euch mal einen Clip vorbereitet aus meinem Livestream. Schaut euch jetzt einmal an und zeige euch ganz genau, wo ihr in Pyramide einmal, ja, die Folie einmal die Bombe findet. Viel Spaß. So Leute, wie versprochen, hier nochmal der Clip aus meinem Livestream. Das heißt, ihr müsst zur Pyramide und dürft, ja, gemeinsam oder alleine sehr gerne nochmal die ganze Pyramide nochmal durchforsten. Genau, das heißt, die Bomben mitnehmen, aussprechen, könnt ihr auch, glaube ich, umfahren mit einem Auto. Ich habe ja auch Spaß, meine Bombe mitgenommen und die alle in Luft gesprungen, so ein bisschen. War ziemlich witzig. Fliegen alle weg, sehr gut. Genau, unten ankommen müsst ihr einmal weiter durch diese ja, Säbel hin und her schwingen. Dann kommt ihr zum Raum mit den ganzen Lichtern. Habe ich mal ein bisschen hier gecuttet, damit ihr nicht so alles angucken müsst. Ich glaube, die meisten kennen das schon. Lichtstrahl so positionieren, dass ihr auch, ja, die Tür aufgeht, da wo der Funk gerade leuchtet, genau. Dann geht ihr durch und ja, dürft euch das nächste Geheimnis lösen, des Pyramides voller Secrets, Leute. Und genau, hatte ihr im Livestream auch mal ein paar die Sachen immer zerstört, ja, weil ich dachte, da ist es ein Geheimnis. Das war nämlich der zweite Livestream für die Artefaktgesucherei hier. Und genau, unten ankommen dürft ihr gleich, ja, so ein kleines Rätsel lösen. Also hat mich, als das Wobbly Life rausgekommen ist, echt viele Nerven gekostet, weil keiner wusste, wie das funktioniert. Aber ihr habt da einmal die Auflösung, wer es noch nicht kennt. Das heißt, ihr müsst ihr genau über die Steine laufen, so wie wir. Heißt, die ersten zwei links, geradeaus, links, geradeaus, 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 rechts, 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 dann nach oben, links und nach oben. Und wenn ihr das richtig habt, macht so bim und dann habt ihr den Weg einmal fertig. Easy. Genau, wenn ihr das fertig habt, geht ihr weiter und ja, kommt direkt bei so einer Kugel raus. Dann müsst ihr die Dinge halt so drehen, dass ihr die Kugel bis nach unten transportiert. Auch das habe ich kurz ein bisschen vorgespult für euch. Genau, Kugel rausgenommen, draufgelegt und ja, mehr ist es eigentlich gar nicht. Dauert zwar ein bisschen, ich habe es ein bisschen vorgespult, wie gesagt, für euch. Dann dürft ihr den ganzen runterlaufen und ganz unten rechts im Raum müsst ihr einmal durchlaufen. Und dann müsst ihr so hin und her ein paar Wege laufen und dort fällt nämlich die Bombe. Also unten, wo der große Stein runterkullert, gibt es drei Räume. Der rechte müsste der sein für die Bombe, der linke ist der Ausgang. Schnappt euch die Bombe. Wie gesagt, die kann nicht explodieren, auch wenn die Animation da ist. Die ist nicht, die explodiert nicht. Dann müsst ihr die ganze noch einmal natürlich zum Museum bringen und das ohne sie zu verlieren. Glaubt mir, das ist etwas schwierig, Leute, könnt ihr mir glauben. Abgegeben und habt dann die Bombe platziert für das Secret. Ja, Daumen bitte am längsten, Leute. Wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Tempel. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Perfekt. Viel Glück beim Suchen, Leute. So, Leute. Bombe. Wir haben jetzt die fleischfressende Pflanze. Wir haben jetzt die Bombe. Und jetzt musst du die anderen zwei Sachen noch suchen. Und ich ziehe mich kurz mal um, bitte hier wenigstens so ein bisschen. Ich hole mir auf jeden Fall ein Jetpack. Das ist immer so wichtig für mich. Meine Dino-Pants. So, los geht's. Das heißt, wie gesagt, fleischfressende Pflanze, Bombe haben wir jetzt am Start. Jetzt brauchen wir noch die anderen zwei. Und ja, das heißt, wir gehen uns einmal hin und zeigen genau, wo das einmal ist. Das heißt, wie gesagt, ihr müsst zwei Sachen noch finden. Einmal die Wobbly-Statue und einmal, ja, die Maske an sich. Da fahren wir es gemeinsam hin, damit es hier keine Missverständnisse gibt. Das heißt, wollt ihr die Wobbly-Statue finden, ja, dann müsst ihr im Norden suchen. Genau, da müsst ihr so ein bisschen hier zapp, drapp, einmal Fluggerät nehmen. Genau, wie gesagt, braucht vier Sachen. Fleischfressende Pflanze, Bombe haben wir jetzt am Start im besten Fall. Jetzt ist nächste im Norden. Am besten macht euch eine kleine Gruppe vielleicht oder dann kommt auf meinen Discord-Server, da einfach die Artefakte ein bisschen besser suchen könnt. Das heißt, wenn ihr der Wobbly im Norden sagt, dann müsst ihr auch hier den Job annehmen. Das heißt, für alle nochmal, im Norden ist hier oben, ja, hinter den Eisberg. Dort den Job abnehmen, dort habt ihr irgendwo die Wobbly-Statue zusammen. Und damit etwas Glück findet ihr auch. Also ich finde für mich, die Wobbly-Statue und die Maske an sich waren ziemlich schwierig. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück, Leute. So Leute, jetzt haben wir die fleischfressende Pflanze am Start, die Bombe am Start und im besten Fall die Wobbly-Statue. Und jetzt müssen wir nochmal zum Dschungel, nämlich die Maske. Die Maske müsst ihr im Dschungel finden. Das heißt, ihr dürft jetzt euch weiter auf die Suche begeben und euch, ja, die Maske nochmal schönes Gepiepe anhören. Und ich für mich war die Maske ziemlich schwer, obwohl ich sie, glaube ich, im letzten Livestream, wo wir jetzt die Schätze gesucht hatten, haben wir sie einfach so gefunden. Aber ich selber habe die nie gefunden. Ich habe hier
ich glaube mal locker 20, 30 Stunden mit euch Artefakte gesucht und mir haben immer zwei, drei Sachen gefehlt. Immer vielen Dank an die ganze Community, dass wir da gemeinsam alles finden konnten. Und wie gesagt, wenn er sagt im Dschungel, dann müsst ihr auch leider im Dschungel die Quest annehmen. Kann auch passieren, dass ihr im Norden die Quest annimmt. Im Dschungel ihr suchen müsst, das zählt aber nicht als Dschungel. Das heißt, ihr müsst wirklich im Dschungel die Quest annehmen, damit ihr auch die Artefakte im Dschungel findet. Und das findet ihr, ich würde es einfach nochmal zeigen, damit es alle wirklich verstanden haben und es keine Missverständnisse mehr gibt. So, hier wäre dann stehen bleiben. So, hier. Genau, hier habt ihr den Dschungel, das heißt, wenn ihr was im Dschungel sucht, wie jetzt für das Secret Tini Maske, müsst ihr auch den Job im Dschungel annehmen. Auf jeden Fall finde ich auch schwer, hat man die meisten Erfolgschancen. Das heißt, hier ist der Dschungel nochmal annehmen, irgendwo droppt dann hier so in dem Gebiet, was zum Suchen. Und dort habt ihr etwas Glück für die Maske. Die Wahrscheinlichkeit, finde ich persönlich, ist super gering. Das heißt, ihr müsst echt viel Geduld bringen, eine ganze Menge Geld. Und wünsche euch viel Erfolg bei der Maske. So, und wenn ihr alles zusammen habt, dann habt ihr endlich die Maske vollständig und wir fliegen kurz mal hin zum Museum und zeige euch mal, wie alles einmal im Museum aussieht. Und danach können wir nochmal gucken, ob wir die Maske nochmal cool umfärben können. Ob die noch ein bisschen cooler aussieht in einer anderen Farbe. Können wir uns gleich mal anschauen. So, ihr habt zum Museum, Leute. Wie gesagt, ich weiß, es ist ein bisschen Arbeit, aber macht es lieber. Das neue Update kommt bestimmt bald raus und dann müsst ihr noch mehr Artefakte suchen. Und ja, gönnt euch jetzt die Artefakte, die ihr jetzt habt. Vielleicht verändern sie irgendwas im nächsten Patch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt mal an, wie das aussieht mit der Dschungelmaske. Genau, wenn ihr die Maske habt, dann sieht das Ganze vollständig einmal so aus. Fassen wir alles mal gerne mal Schluss mal zusammen. Das heißt, ihr habt hier die Bombe aus der Pyramide gefunden. Das ist mit echt anstrengend, weil die ganze Pyramide einmal durchackern müsst. Aber das gehört dazu. Wie gesagt, die Bombe kann nicht explodieren. Wie gesagt, die zündet zwar nur, weil es so aussieht, die wird da nicht explodieren. Das heißt, die könnt ihr einfach rollen lassen, wenn ihr wollt. Passiert nichts. Im besten Fall Museum abgeben. Wie gesagt, die Maske füllt ihr im Dschungel. Ja, super wichtig. Und die ist für mich das Schwerste auch gewesen. Das heißt, viele gönnen euch, dass die Maske auch einmal findet als Artefakt. Dann haben wir nochmal die fleischfressende Pflanze, wie vorhin schon gezeigt, findet ihr genau auf der Insel neben der Rakete. Dort ist die im kleinen Dschungel versteckt. Wie gesagt, einfach mitnehmen, abgeben, dann habt das voll. Und die Wobbly-Statue gibt es im Norden, ja, und somit könnt ihr die auch einmal dort finden im Norden. Habt ihr das zusammen, habt ihr 4 von 4 und habt dann die Maske mit am Start. Yay! Und jetzt erstmal gucken, ob wir die Maske umfärben können. Ich guck mal nach, ob wir die irgendwie ein bisschen cooler machen können. Lass mal gucken, Leute. Wie gesagt, Leute, vergesst nicht ein Abo und ein Like zu lassen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr unsere Videos supportet. Und das ja auch zeigt für mich als YouTuber, hey, ihr habt hier mehr Bock auf weitere Videos von uns. Und somit mache ich auch sehr, sehr gerne mehr Wobbly Live. Lasst mir auch was Cooles einfallen. Bin jetzt schon dabei, an Wobbly Stories zu machen und so weiter. Dass wir so ein bisschen was Lustiges zusammen machen. Fliegen jetzt mal kurz zum Mall. Und dort lasst mal schauen, wie wir die Maske mal umfärben können. Bin mal gespannt, wie es aussieht. Dim, 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 dim. Der Blätter-Joe am Start hier. Yay. So. Ja, hallo? Ja, dankeschön. Dankeschön. Okay, genau. Wie gesagt, ihr es noch nicht weiß, ihr könnt alle Wobbly-Sachen umfärben in diesem Spiel mit so verschiedenen Farbstufen, die vorgegeben werden. Also welche Bereiche ihr umfärben könnt. Gehen wir kurz in den Dye-Shop hier und da könnt ihr euch einfach einmal Platz nehmen oder hinstellen. Und mal gucken, die Maske umfärben könnt. Guck mal. Ach, nur die Haare? Ach, nur die Blätter können wir umfärben. Das ist aber schade. Ich dachte, da können wir was anderes machen. Das wäre cooler gewesen. Sieht cool aus. Aber weiß er schon nice aus, oder? Weiß er gut aus eben. Was war Originalfarbe eben? Grün, wa? Ach komm, wir machen die in weiß. Weiß finde ich cool, Leute. Lass mal in weiß machen. Schwarz, nee. Weiß ist cool, das fällt auf. Leute, ich mache mir die Maske in weiß. Ihr könnt ja mal einen Kommentar schreiben und welche Farbe ihr am besten findet für diese Maske. Wäre cool, wenn es die Blätter auch in weiß runterrieseln würden. Also immer aus dem kleinen Indianer hier. Leute, von meiner Seite aus ganz viel Spaß mit der Maske und viel Erfolg bei den ganzen Gesuchen, damit auch wirklich alles findet. Viel, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Ciao.